ihr Lieben, hier sind wieder Kai und Henriette aus dem Kahlenberger Land. Heute erzählen wir euch, warum wir überhaupt Landwirte geworden sind. Und um das besser veranschaulichen zu können, haben wir uns gegenseitig gefilmt bei der Arbeit. Und ich erzähle euch zu den einzelnen Videosequenzen was und versuche gleichzeitig den Bezug herzustellen zu Berufen, die ihr vielleicht selber kennt, die ihr selber ausübt oder mit denen ihr in Berührung kommt, um das einfach ein bisschen anschaulicher zu machen und ihr versteht, warum ein Landwirt nicht nur ein Landwirt ist. Da ein Bulle bei uns im Stall viel zu gefährlich wäre, werden die Besamungen künstlich durchgeführt. Das machen wir selbst, nachdem wir, wie bei einer Samenbank, das richtige Sperma, den richtigen Vater für unsere Tiere ausgesucht haben. Neben der praktischen Arbeit, die wir den ganzen Tag vollziehen, sind wir auch ein klein bisschen Theoretiker, quasi Bürohengste. Anträge stellen, Rechnungen bezahlen, die Datenpflege des Kuhbestandes, all das machen wir im Büro am Computer. Und auch das machen wir gerne. Wenn wir das Futter für unsere Kühe konzipieren und zubereiten, die sogenannte TMR, fühlen wir uns manchmal wie Ernährungsexperten. Es geht um Eiweißgehalte, Energiegehalte, Verdaulichkeit, Begriffe, die wir auch aus der Humanernährung kennen. Und manchmal gibt es auch eine neue Frisur. Damit sich der Quast, so nennt man die langen Haare am Schwanzende, nicht in unserer Kuhbürste verfangen, scheren wir circa dreimal im Jahr die Schwänze unserer Kühe. Aber wir sind natürlich nicht nur den ganzen Tag im Stall. Der Ackerbau, den wir betreiben, um Futter für unsere Kühe zu produzieren, ist vergleichbar mit dem Gärtnern. Wir säen, wir düngen, wir bekämpfen Unkraut und ernten, damit wir gutes Futter für unsere Tiere haben. Auch unsere kleinen Kälber verlangen viel Aufmerksamkeit. Wir sind wie Kindergärtner. Wir kümmern uns, dass sie stets frisches Fressen haben, Wasser zum Trinken, Milch, streuen sie täglich ein und bilden altersgerechte Kleingruppen, in denen sie sich wohlfühlen können. Viele von euch gehen bestimmt regelmäßig zur Fußpflege oder Maniküre. Und auch das ist ein Job, den wir ausführen. Die Kühe werden zwar zweimal pro Jahr von einem Profi ausgeschnitten, jedoch brauchen manche Kühe auch zwischendurch mal ein bisschen Pediküre. Den Frühjahrsputz gibt es bei uns täglich. Seien es die Roboter, die Übertriebe draußen oder die Maschinen. Als Reinigungskräfte kein Problem für uns. Landwirt zu sein heißt auch in gewissem Maß Tierarzt zu sein. Wenn es einem Tier mal nicht so gut geht, können wir schnell reagieren, damit es den Tieren wieder besser geht. Dafür belegen wir Kurse bei Tierärzten, die uns die wichtigsten Grundlagen zeigen, damit wir schnell eingreifen können. Am Ende unserer heutigen Videotour. Wir hoffen, dass ihr ein paar Eindrücke habt, wo wir uns so den ganzen Tag beschäftigen und was es heißt, Landwirt zu sein. Kein Tag ist wie der andere, jeder Tag ist verschieden, es macht immer wieder aufs Neue Spaß. Ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen sehen. Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.